Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bad Wars One vs. One. Und heute spielen wir gegen den Sergeants aller Sergeants, das Militär in Person. Max. Das ist schön, so wurde ich noch nie angesagt. Hallo. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Und Max ist tatsächlich ein Gegner, den ich so gar nicht einschätzen kann. Also ich weiß nicht, ob du dir meine Siege- und Verlierbilanz bei diesem Format bewusst bist. Ja, die ist mega schlecht, ne? War das nicht so? Ja. Nee, du hast da, also du kannst ja was, das weiß ich, ne? Da hast du recht, aber die ist nicht bewusst, dass mein Vater Michael Bay ist. Dementsprechend ist dein das ein Vater ist Michael Bay. Ich bin auch, also ich, die letzte so, also letzte Bad Wars 1 vs. 1 war sehr lustig, sehr amüsant. Gegen wem hast du gespielt? Gegen Izzy. Gegen Izzy. Ach doch, das habe ich, glaube ich, kurz bis zur Hälfte gesehen oder so. Ja, und da hatten wir andauernd Verbindungsabbrüche und sowas. Da konnte ich dein Face nicht mehr ertragen. Ja, das ist verständlich, dass du mein Face nicht mehr ertragen konntest. Ja, ja, ich baue auch gerade richtig scheiße. Mein Movement ist so richtig non-existent, weißt du? Non-existent. Okay, ich sehe direkt den Maxi-Boy, wie er da Maxi-Boyt. Das ist die Frage, was will er, was habe ich gerade getan? Das ist richtig dumm, was ich hier... Ach, nee. Kedos, du bist ein sweeter Boy. Aber ich muss dich jetzt leider zerbesten. Oh, Max, dann zerbest mich, you. Huja, ja, zerbest mich, Max. Max, der Beste, Max, der Beste. Nein, da hat er mich auch noch runtergekriegt. Das glaubst du doch selber nicht. Du, ja, das hätte auch funktionieren können. Ey, komm, bei manchen Leuten funktioniert das. Bei manchen Leuten. Ja, nicht bei dir. Ach, Mann, das war jetzt direkt schon wieder so ein riesiger Fehler zum Anfang. Da könnte ich mich nicht aufregen. Das ist wieder so, wo man sich jetzt selber richtig genommen hat. Oh, Mann. I like that. Das war echt nicht so nice. Ach, ich bin so wie muss man jetzt hier Pfeile, muss man hier einzeln kaufen? Naja, so. Ja, nee, du musst, um Pfeile zu kaufen, im Dreieck springen. Okay, warte, mach ich gleich mal. Geh mir kurz 2 Minuten, warte. Was mache ich denn hier gerade? Ja. Oh, Kedos, konzentrier dich für Mutti. Ich finde das ganz gut, dass sie die Items hier so abgespeckt haben. Ja, ich finde ganz gut, dass du auch abgespeckt hast in letzter Zeit. Hab ich wirklich. Ich mache ja auch sehr viel so für meinen Körper und so, ne? Body. Ja, das sieht man immer an deinen Instagram-Selfies, die du da zuhauf postest. Sollte mir vielleicht mal wieder die Brust rasieren, aber sonst läuft's. Ja, das ist Brustrasur. Weißt du, wir sind Männer. Wer braucht da Brustrasur? Wir sind Männer und da möchte ich mal irgendwie eine Lanze brechen für die Behaarung in diesem Lande. Eine Lanze brechen. Wo kommst du denn? Oh, ich hab was unsichtbar. Ich hab dich gar nicht gesehen. Tante Dirty. Ja, ich war unsichtbar. Genau. Genau. Unsichtbar war ich, sag da. Unsichtbar. Oh ja. Eskalation. Geht das? Ja. Hallo. Oh Gott. Na, wie geht's dir? Nichts, alles gut. Du hättest auch einfach runterfallen können. Das hätte ich auch ganz gut gefunden. Aber es macht doch nicht so viel Spaß. Ja, wahrscheinlich. Vor allem abgesehen, es macht auch keinen Sinn. It makes no sense. Oh Gott. Okay. Tja, weißt du, wie viel Leben ich noch hatte? Ein einziges Herz. Ja. Ein einziges Herz. Ey, du warst unsichtbar in der Mitte. Ich hab dich nicht gesehen, Alter. Ja. Okay, ich verhalte mich gerade mega wie so ein richtiger Arsch. Wie so ein arroganter. Aber das ist, also trotz allem war es, also kannst du auch mal, also irgendwie, warum hüpft ihr immer alle weg? Warum hüpft ihr immer alle weg, wenn wir in dieser Lobby sind? Jedes Mal, bleib doch stehen, mein Freund. So, bleib stehen, denn es ist ja best of three hier. Geh dich nicht, du bist unsichtbar. Ich stehe vor dir. Du stehst richtig auch an. Ich schwöre dir, ich sehe dich nicht. Geek 5 irgendwas. Ja, hier steht niemand, da steht einfach mal gar keiner. Jetzt, hallo, da, hallo. Du bist eine Frau außerdem. Das ist doch schön. Außerdem bin ich eine Frau. Außerdem. Oh, die Map ist immer eine grandiose. Bald habe ich auch alle YouTuber durch, die mich mögen. Also, Ja, vielleicht aber bald nicht mehr. So, wie läuft das jetzt hier? Achso. Ja, genau gleich wie vorher. Okay, hallo. Aber du hast doch ab und zu schon Bad Wars 1 vs. 1 gespielt, oder? Nur ein einziges Mal. Ja, zumindest. Das ist mehr als die meisten meiner Gegner. Ist dem so, in der Tat. Weil Freddy hatte das Format so auf ESL-mäßig gemacht. Ja, also Freddy war richtig gut und hat dann so alle Gegner geraggt und war mega der harte Boy. Und ich habe das eigentlich nur so aus Spaß, weil ich halt ganz gerne mal ein bisschen Abwechslung von dem normalen Bad Wars haben möchte. Aber inzwischen ist das auch einfach hier ein Meilenstein der deutschen Bad Wars-Geschichte. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, auf jeden ebenso, Fall, auf jeden Fall. Also ich bekomme dafür auch sicherlich bald den Krimme-Preis. Das würde mich wundern, wenn nicht. Ja, würde mich wundern, wenn du da gegen einen Kollegen verlierst oder so. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe vorher so ein Brötchen gegessen. Ich habe jetzt irgendwie... Schönes Matthias-Brötchen oder was? Noch ein bisschen was davon im Mund, glaube ich. Okay, oh, was kommt da gerade? Leute, ich habe das Gefühl, dass da gerade was... So. Das fühlt sich gerade richtig komisch an.
Das fühlt sich gerade richtig komisch an in meinem Mund. Oh nein, oh Gott, das war richtig gefährlich, Alter. Okay, hallo. Das fühlt sich gerade richtig komisch an. Wieso? Kommt da so ein ganzer Chicken Wing raus aus dem Brötchen, ja, was du zwischen den Zähnen hast? Geil. Was ist denn da? Das fühlt sich an wie so ein langer Wurm. Sorry, Leute, dass ich euch hier gerade mit ekligen Details zu spoiler. Aber ich bin auch gerade... Zieh dir mal rein. Vielleicht bilde ich mir das gerade auch ein, aber vielleicht ist da auch wirklich was. Ich muss danach mal nachgucken. Falls ihr jetzt also in meinem Mund irgendwie eine parasitäre Lebensform wahrgenommen habt, das Problem ist, ich erinnere mich gerade eben halt an mein Video, das ich von diesem Alien-Flash-Spiel gemacht habe, wo dieser kleine Wurm irgendwie immer Menschen reinkrabbelt und die zum Explodieren bringt. Und deswegen ist das gerade nicht so gut, weißt du? Wurde das nicht so gehypt auf deinem Channel, das Video? Das wurde richtig gehypt. Das wurde, also bei mir wird auch grundsätzlich immer alles gehypt, weil ja, ich voll die sweet Community! Ich wollte gerade sagen, bei dir wird grundsätzlich alles gehypt. Mit kleinen süßen Bienchen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt einen Bogen? Bitte? Hast du einen Bogen? Nee. Wieso? Du oder was? Hast du einen Bogen? Wahrscheinlich hast du einen Bogen, ne? Geh das Zieh ab, Alter. Du hast wahrscheinlich einen Bogen. Es würde mich nicht wundern, wenn du einen Bogen hättest. Du warst ja schon in der Mitte, da gibt's eigentlich immer genug Gold. Ah, da will er mir mit dem Bogen auf die Eier gehen, will er mir. Ja, komm, wie viel Gold hast du gerade gesnackt, Alter? Erzähl doch nichts. Zu viel für dich. Too much for your life. Digga, da hebt mir dich jetzt einmal fett in die Lava, Alter. Problem ist, jetzt habe ich halt auch einen Bogen, ne? Ja, aber es ist nicht so das Problem, weil das nützt ja einfach nichts. Das nützt mir richtig, richtig viel. Ja, das würde ich aber echt gerne mal sehen, dass dir das was nützt. So, Alter. Aber da hast du mich sofort gehittet, ne? Oh, du bist aber ein ganz schöner Hitter. Hier. Hitter, Alter. Du bist ein ganz schöner. Ich versteck mich jetzt einfach. Tschüss. Ja, mach das mal. Ciao. Ich bleib hier drin, mein ganzes Leben lang. Okay. Oh, Kesel. In mein Stiesel. Schade, es gibt keine Schafe hier. Das ist natürlich ein dickes Manko. Das ist ja auch sowieso, ne? Das ist deine Übertaktik. Schafe. Das ist keine Taktik, das ist einfach absolut. Guck mal, da macht er noch was. Na klar, Kedos. Da macht er noch was. Da baue ich nicht hin. Och Mann, Alter. Max, deine Bogenskills sind ekelhaft. Ja, ich weiß. Und eigentlich auch nicht falsch. Auch nur in anderen Aufnahmen. In meinen Aufnahmen generell nie, merkwürdigerweise. Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Genau, okay, das verschanze ich doch mal da. Das nützt ja sowieso nichts. Mach ich. Ich verschanze mich sehr, sehr gerne. Ja, genau. Genau, weißt du? Kedos, geh weg da jetzt, Mann. Komm, es macht keinen Sinn. Hau ab. Ja, komm einfach rangelaufen, okay? Ja, mach ich. Max! Ich raste aus bei solchen Menschen. Ich mag das nicht, wenn jemand so auf einem ganz komischen Niveau spielt. Ja, ja. Was ich sonst nie habe, das ist immer das Merkwürdige daran. So, warte. Hallo, okay, Kedos. Maxi Hallo, Boy, Kedos. Das wird jetzt unangenehm für mich, das ne? Das Witzige, oder was heißt das Witzige? Ich würde einfach ganz gerne wissen, wo das Bett hier ist. Ja, das musst du nicht wissen, finde ich. Aber es wäre eigentlich eine ganz nette Geschichte. Oh, jetzt Bow spammt der mich halt auch noch hier. Das ist doch echt... Wo sind wir denn da gelandet? Ist das Bad Wars 1 vs. 1 oder Bad Wars 1 vs. 3? Alter, jetzt kannst du ruhig mal einen Abgang machen, einfach Alter. Down! Get down, Digga! Alter, was? Alter! Okay, das muss ich lassen, das war nicht schlecht, Ja, das war auch wirklich, hat mich ein bisschen gewundert. Das war auch echt so aus dem letzten Loch gepfiffen, ne? Nicht nur aus dem letzten Loch. Alter Schwede, war nicht schlecht. Das Würmchen in meinem Mund freut sich gerade auch. Ganz ehrlich, wo ist das Bett? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Das weißt du echt nicht? Nein, ich weiß das nicht. Das ist da, wenn du da reinlaufst, in dieses Loch an der, also einfach okay, rechts. Ich sehe schon, alles klar. Diesen Turm, ne? Diesen Turm da. Ja. Oder? Ja. Ach komm, du sagst das sowieso jetzt einfach nur, ja. Ist schon okay. Ja, das ist da rechts. Du musst einfach geradeaus und dann rechts in so ein Loch rein. Das sieht man direkt. So wie immer, du musst rechts in so ein Loch rein. Natürlich. So. Aber, Kedos? Ja. Was machst du? Nix, ich bin entspannt. Wie entspannt? Auf einer Skala von 1 bis nicht ganz so entspannt? Super duper entspannt. Kedos, das macht doch jetzt keinen Sinn. Oh Gott, was hast du denn für ein Schwert schon wieder gesnackt, Alter? Was ist los? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was war das denn für eine Lache? Das hört sich gerade wie GLP an. Das war ein komischer Song, den ich dir singen wollte. Was ist das für ein Schwert? Was hattest du da für ein Schwert? War das ein Eisenschwert? Das war ein normales, es gibt doch keine anderen Schwerter. Ja, deswegen das wunderte mich so. It was wandering me. Komm, geh down, Alter, bitte geh down. Oh! Nicht gut. Nicht gut. Da hast du mich nochmal gut erwischt. Das gefällt mir nicht so. Oh Gott, nicht mit der Hand. Nein! Und da hab ich dich. Oh! Max! Alter, Max! Was geht ab hier? Max. Ich hätte sogar noch das Bett ein bisschen zugebaut gehabt. Ja, hab ich gesehen. Deswegen konnte ich auch nicht direkt ran. Wenn ich mich recht entsinne, das war.
War ganz nice. Hab ich ausnahmsweise mal ein bisschen. Hallo! Ein bisschen was. Das war's jetzt eigentlich. Ups. Achso, okay. Das ist ja, oder? Moment, ich guck mal zeitlich. Ja, das war Best of Three, das war zeitlich in Ordnung. War das Best of Three? Das war noch nur zwei. Achso, ja, na klar. Ja, zweimal. Na klar, na klar. Ach komm, Kirby, geh weg, Alter. Dafür ist Max in hier in vielen Bad Boss-Runden immer ein unabdingbares. Natürlich, du brauchst jetzt ja auch nicht rumschleimen, ist schon in Ordnung, Leute. Wenn ihr Bock auf riesiges Gameplay habt, dann kommt mal zu mir rüber. Quatsch. Oh. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das. Also, fand ich. Du mir eigentlich nur in meine Abmoderation rein. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder bei Sergeant Max auf dem Kanal. Der Link steht selbstverständlich ganz oben in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Zoner und Zonerinnen. Tschüssi!